Konkret wird Ihnen präsentiert von der Flughafenregion Zürich, einem Wirtschaftsnetzwerk mit Leidenschaft in der dynamischsten Region der Schweiz. Gegen das Klimaschutzgesetz, einen indirekten Gegenvorschlag zu der Gletscherinitiative, die zum Ziel hatte, bis 2050 eine CO2-neutrale Wirtschaft zu erreichen, hat die SVP das Referendum ergriffen. Darum entscheidet jetzt die Stimmberechtigten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, willkommen zum Abstimmungskonkret über das Klimaschutzgesetz vom 18. Juni. Ob die Vorlage, die jetzt rund zwei Jahre nach dem Scheitern vom CO2-Gesetz die richtige ist, um uns als Ziel oder wenigstens möglichst nahe daran herzubringen, über das müssen wir diskutieren. Genauso wie über die Kosten, die der Weg darf und wird kosten und nicht zuletzt auch, wo und auf was wir auf dem Weg können und müssen verzichten. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Rudi Noser, Zürcher FDP-Ständerat, Unternehmer und Initiant der Gletscherinitiative, aus der heraus das Klimaschutzgesetz entstanden ist. Er sagt, ich bin überzeugt, dass das Gesetz die Subventionen, die darin gesprochen werden, in kürzester Zeit in Form von wirtschaftlichem Erfolg und höheren Steuergeldern zurückzahlen wird. Und bei uns ist auch Markus Meier, seit dem Sommer 2018 Direktor vom Schweizer Hauseigentümerverband, Kaufmann und SVP-Landrat vom Kantonsparlament Basel-Land. Sein Verband hat die Nein-Parole beschlossen. Er sagt, die Hausbesitzer werden mit dem Gesetz im Gebäudesektor mit dem schärfsten Richtwert von allen betroffenen Bereichen konfrontiert, obwohl sie auf freiwilliger Basis und Zug um Zug schon weitaus mehr machen als gefordert. Grüezi miteinander. Bravo. Mit dem Klimaschutzgesetz soll die Schweiz auch dank Subventionen als Ziel klimaneutral bis 2050 geführt werden. Vorab Rudi Noser als freisinniger Unternehmer und Liberaler von einer liberalen Partei, die Subventionen portiert und unterstützt. Was ist passiert? Ja, gar nichts, weil in dem Gesetz stehen im Prinzip drei Sachen. Das erste ist, dass wir 2050 den netten Null erreichen. Das ist das, was im Pariser Abkommen steht, was der Bundesrat ratifiziert hat, wo niemand dagegen ein Referendum ergriffen hat. Da sind wir also alle dafür. Das muss man als erstes festhalten. Und das zweite ist, sie hat in zwei Massnahmen. Das eine ist, man hilft der Bevölkerung und den Hauseigentümern freiwillig, wenn sie die Heizung umstellen wollen, kommen sie mehr Investitionsbeiträge über. Warum? Das kann der Geschäftsführer vom Hauseigentümerverband noch besser erklären als ich. Weil eine Wärmepumpe hat am Anfang eine hohe Investition und hat nachher eine günstige Betriebstour, während dem Gas und Öl am Anfang eine günstige Investition hat und hohe Betriebskosten hat. Und darum helfen wir den Leuten, helfen, dass sie die hohe Investition tragen. Das ist etwas pro Hauseigentümer, das man da macht. Und das Dritte ist, dass man der Schweizer Wirtschaft hilft, in der Forschung Ideen zu entwickeln und Produkte zu entwickeln, die der Schweiz und der Welt hilft, klimaneutral zu werden. Und das ist wichtig für unsere Kinder, die wichtige Arbeitsplätze brauchen. Das tut auch den Wohlstand schützen. Das ist das Gesetz, alles in allem. Nichts mehr sonst. Gut, also wenn wir jetzt dem zuhören, Markus Meier, dann sagt ihr Nein, obwohl euch eigentlich üppige Subventionen und Unterstützungsmaßnahmen, Fördergelder würden winken. Warum sagt er gleich Nein? Man kann das natürlich so ausdeutschen, wie es jetzt Rudi Noser gemacht hat, was er in diesem Gesetz liest. Man kann dort aber auch etwas anderes daraus herauslesen. Auf der einen Seite würde ich mal vorausschicken, dass der Hauseigentümerverband, das ist tatsächlich so, auch ja gesagt hat zur Energiestrategie 2050, dass man den netto null will. Aber die Frage ist der Weg, wie wir dort ankommen. Und wenn man jetzt das Klimaschutzgesetz anschaut und die berühmten 2 Milliarden, die jetzt hier schon ins Spiel gebracht worden sind für die Hauseigentümer, das ist eine Änderung, die im Energiegesetz dann hervorgerufen wird durch das Klimaschutzgesetz. Dann steht dort auf der einen Seite einmal, dass der Bundesrat bestimmt, wie die sogenannten Subventionen dann fließen, also die Ausführungsbestimmungen, wer wie hier begünstigt wird oder allenfalls auch nicht. Und es steht auch drin, dass primär Anlagen mit mittlerer und höherer Leistung sollen gefördert werden. Und dann frage ich mich natürlich, habe ich als Hauseigentümer, als selbstnutzender Wohneigentümer, habe ich so eine Heizungsanlage, die dann dem mittleren oder höheren Bereich entspricht, oder gehe ich unten raus weg, weil man vor allem richtig Mehrfamilienhäuser beispielsweise zielt und ich darf meine Anlage dann selber zahlen. Also darf ich da nachfragen? Das heisst, Sie stören sich vor allem daran, dass man nicht an die Kleinen gedacht hat?
Also ich habe den Eindruck, dass hier Grundspur geleitet ist, dass nachher über die Ausführungsbestimmungen halt vom Bundesrat, wo die Kompetenz ja zuerkannt wird, dass dann dort der Verteilschlüssel nicht dem entspricht, was man im Bürger oder im Hauseigentümer im Moment suggeriert, dass er dann der Profiteur ist. Und dann, Hauseigentümer ist nicht einer, der ein Familienhäusli besitzt. Ich bin Hauseigentümer im 9-Partien-Haus. Und genau um die geht es. Also um die mehr Eigentum haben in einem Mehrparteienhaus, genau dort muss man mit der Umstellung kommen. Weil der Eigenfamilienhäuslebesitzer, der hat einen grossen Teil schon umgestellt. Es geht jetzt darum, dass die in grösseren Einheiten wohnen, oder? Und das sind auch Mitglieder vom Hauseigentümerverband. Ich bin Mitglied vom Hauseigentümerverband. Im Moment noch, vielleicht nach dieser Sendung nicht, müssen wir dann schauen. Oder? Im Moment noch, oder? Es geht auch um die, dass man das machen kann. Aber es steht nie, dass man bei den Subventionen, die man für die Einfamilienhäuslebesitzer hat, zurückfährt. Es ist nur eine Erhöhung, dass man mehr Geld hat, eben damit man auch die grossen Anlagen umstellen kann. Also das heisst, wir haben die Subventionen ja bei den Einfamilienhäuslebesitzern. Genau, das ist natürlich die Lesart. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich jetzt sehr froh, dass ich das von Rüdi Noser mal gehört habe, dass tatsächlich auch der einzelne Wohneigentümer, das liest sich nämlich nicht automatisch aus dem Gesetz raus. Und der zweite Punkt, wenn man natürlich sagt, ja, das Gesetz bringt eigentlich keine neuen Massnahmen, keine neuen Folgen für die Hauseigentümer, dann muss ich Gegenfrage stellen, wie soll dann die Hauseigentümer bis 2040 auf einen Wert kommen von 82% CO2-Senkung, wenn sie nicht ihre Heizungen anfangen anlängen. Das ist nämlich der Treiber des CO2 in den Häusern. Und wir wissen alle, wenn man die Heizung ersetzt, wenn man von einer fossilen Ölheizung auf eine Elektroheizung geht, nicht Klimaanlage, sondern die Wärmepumpe, ist letztendlich eine Elektroheizung, die ja Temperaturdifferenz rauszieht aus der Außenluft oder aus der Erdsonde. Und wie sollen wir denn das anbringen, ohne dass es eben kostet und dass man wieder in die Häuser investieren muss? Die Wärmepumpe allein lenkt ja nicht. Das ist nicht eine Kaffeemaschine, die ich zur Küche rausnehmen und eine andere Kaffeemaschine rein tun. Ich kann nicht nur das Aggregat wechseln, ich muss unter Umständen das ganze Verteilsystem wechseln, ich muss Gebäudehülle sanieren, damit ich eigentlich energieeffizient heizen kann. Also die grosse Angst, die ja zum Teil jetzt gerade vielleicht bei den kleineren Hauseigentümern besteht, dass nämlich eben zum Beispiel eine Gesamtsanierung nötig wird, damit das sich auch rendiert und dass das dann auch effizient ist. Das wäre dann je nachdem, wie das dann ausgelegt wird, abgefedert, zum Beispiel über die Subventionen, wenn man jetzt grössere Investitionen müsste machen. Also es ist ja so beschlossen worden, als man die Gelder, aber ich kann die Kantone im Teil des Gebäudeprogramms einsetzen, auch für die Haushüllen und so weiter und so fort. Das ist so beschlossen. Das Bund kann eben einzelne grosse Anlagen subventionieren oder kann sie in den Kantonen im normalen Gebäudeprogramm hineinlaufen. Aber jetzt ist es so, wenn einer eine Bodenheizung hat, ist die Umstellung relativ einfach. Oder? Wenn einer Radiator hat, ist die Umstellung möglich. Nicht mehr ganz so einfach, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn er eine Elektroheizung hat, wird es schwieriger. Genau. Und wenn er Elektroheizung hat, ist die Umstellung aber auch möglich. Also ich komme aus einem Haus mit Elektroheizung, wir haben das umgestellt. Wir haben das umgestellt. Aber es ist klar so, das Problem von dem Ganzen ist, dass du am Anfang eine hohe Investition hast und nachher günstige Betriebskosten. Das heisst, über die ganze Zeit ist die Wärmepumpe billiger als jedes andere System. Aber du hast am Anfang eine hohe Investition. Und wir wollen jetzt einfach den Hauseigentümern sagen, die nächsten 10 Jahre umstellen, dass sie einen grossen Beitrag bekommen an die Umstellungskosten. Aber sie haben recht, vermutlich wird man 40 müssen umstellen. Das ist vermutlich so. Das wird also, das man heisst, umstellen. Das aber heisst, das ist auch wichtig, weil sie haben ja nicht ein Gebäude. Also, wir diskutieren das jetzt die letzten 30 Jahre, oder? Und immer die letzten 30 Jahre, wie gesagt, der Hauseigentümer tut nicht investieren. Also, jetzt hat er 50 Jahre Zeit. 50 Jahre Zeit zum Investieren. Also wenn ihr in den letzten 3 Jahren noch eine Gasheizung rein tut, ist er selber die Schuld. Muss man einfach mal Klartext reden. Obwohl das noch proportiert wurde, ja, teilweise von der Gaswerke. Also ja, aber das ist schon. Die Elektroheizung hat man mal subventioniert. Also, noch aber die Elektroheizung hat man subventioniert vor Jahren. Also mein Vater ist auf das reingekommen, hat man vor Jahren. Wir haben unser Haus vor etwa 20 Jahren saniert, oder? Und die Elektroheizung rausgenommen. Also da müssen wir schon, wir reden jetzt genug lang über das. Und jetzt hat man eine Zeit von 50 Jahren, also in 50 Jahren wird das Haus einmal renoviert, garantiert. Weil man kann nicht 50 Jahre mit 80 dort drinnen wohnen. Irgendwann ist man dann 130, oder? Also so geht es nicht. Oder? Aber jetzt müssen wir ja gleich sagen, ein Argument, das immer wieder kommt von den Hauseigentümern, ist ja, also wir machen ja schon viel, wir sind ja schon weiter eigentlich, als wir müssten. Zug um Zug machen die Hausbesitzer genau das. Lassen wir jetzt aber am Rudi Noser zu, dann langt die Freiwilligkeit, sage ich jetzt mal, langt offenbar nicht, dass man an das Ziel
herkommen. Darum sollen jetzt Subventionen helfen und vielleicht im Notfall dann auch Verbot, oder? Also es steht auch noch drin, dass der CO2-Ausstoss vermindern ist von den verschiedenen Sektoren. Und der Gebäudesektor hat mit 82% den höchsten Wert, das wissen Sie genau. Und der Gebäudesektor hat bis jetzt schon die höchsten Ziele eigentlich erreicht in der CO2-Senkung. Und wenn man den Zeitpunkt anschaut von der Heizungserneuerung, die erneuern ja nicht alle 2040 oder 2045 erneuern, sondern wenn ich eine Heizung habe, dann habe ich so einen Investitionshorizont oder einen Abschreibungshorizont von 20-25 Jahren. Das ist ja rollend, oder? Genau. Und jetzt, wenn wir denjenigen, die vor 5 oder vielleicht vor 8 Jahren noch eine Ölheizung reingetan hat. Und jetzt gehen wir auf den Weg nach dem Klimaschutzgesetz. Und das heisst, 2040 müssen die 82% erreicht sein. Und wir kommen zu langsam vorwärts auf dem Weg. Dann bin ich fast 100% sicher, dass dann eine harte Vorschrift kommt. Bis dann und dann muss man alles rausreißen, damit der CO2-Ausstoß sinkt. Das kann ja sein, dass das kommt. Aber über das wird die Bevölkerung mal abstimmen. Sich ins Referendum ergreifen. Da muss man doch den Leuten reinen Wein schenken. Ja, aber mit dieser Lüge. Mit dieser Lügenkampagne, die Sie machen, hätte also sie da kein Stellen zeigen. Nein, das ist keine Unterstellung. Das da, also, das müssen wir einfach rasch geniessen. Also, das da ist eine Lügenkampagne von der SVP oder Hauseigentümer, ohne Abänderung. Ohne Abänderung, wie man noch hat. Oder? Also das ist das HIV-Inserat. Also, genau, das HIV-Inserat im SVP-Look, die gleiche Argumentation, alles identisch. Gut. Eine reine Lügenkampagne, die absolute Sauerei ist, als ein Hauseigentümer, wenn so etwas macht. Also, aber Rudi Noser, das heisst gleich, wir reden jetzt eigentlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, über Massnahmen und Ziele, die nicht wehtun. Und über die, die dann vielleicht wehtun, das verschiebt man jetzt hinter. Also wir sagen, wir tun jetzt mal Ziel definieren. Nein, aber so wie ich es verstehe, wir tun jetzt Ziel definieren. Und die Wege, die dorthin gehen, über die können dann alle noch mal abstimmen, oder? So verstehe ich sich, oder? Sie haben viel einen statischen Blick auf die ganze Sache. So hat man ja bei den Autos argumentiert, oder? Heute ist die Elektromobilität so abgefahren, dass man höchstens gar keine Massnahmen beschliessen muss. Die Elektromobilität wird sich durchsetzen und es wird vermutlich... Aber es ist nicht schnell genug, doch, oder? Schnell, mal so schnell genug, dass sogar der Bundesrat Rösti bereits hat müssen, die Energieperspektiven anpassen. Wir werden über 2 Terawattstunden mehr Strom brauchen, wegen der Elektromobilität. Oder? Also das wird sich durchsetzen. Und genau das wollen wir jetzt bei den Wärmepumpen machen. Wir können so eine hohe Nachfrage generieren, dass viel grössere Stückzahlen produziert werden. Und was ich eben nicht will, ist, dass der Elon Musk wieder von Tesla das macht, sondern dass wir das in der Schweiz und in Europa machen. Weil er macht bereits eine riesen Investition in Wärmepumpen und wird mit einer Wärmepumpe kommen, die halb so teuer wird sie, wie die, die wir heute haben. Weil er endlich eine industrielle grosse Serienproduktion macht. Ja. Heute sind die Lose etwa bei 20'000, oder? Er wird vermutlich mit 200'000 Produktionen kommen. Die Welt wird das als Welt brauchen. Und wir haben eine einmalige Chance, oder? Wir haben früher gesehen, Wärmepumpenproduktionen, oder? Aber wir machen im Export praktisch spielen wir keine Rolle, weil wir gar nicht die industrielle Industrialisierung machen. Und mit dieser Subvention tut man die Nachfrage so stimulieren, dass man endlich auch anfängt, industriell grösser zu investieren in diesen Sachen. Und dann wird es vielleicht von selber laufen, ohne dass man grosse Gesetze braucht. Weltweit sogar. Und wir würden noch Geld verdienen daran. Awesome. Fast so schön, um Markus, zu sagen. Nein, also ja, Markus, bei den Automachten, aber auch die Amerikaner. Ja, also, wenn man jetzt anschaut, momentan haben wir eine Sanierungsquote in der Schweiz von etwa 1%. Oder? Damit wir die Klimaziele erreichen würden, brauchten wir etwa 3%. Jetzt haben wir hier finanzielle Anreize. Und man weiss, finanzielle Anreize die lösen etwas aus. Also können Sie sich jetzt nicht vorstellen, dass die Sanierungsquote und auch durch die Wärmepumpe mit der Ersatz der fossilen Heizungen, dass das einen Schub noch mal bekommt und es dann schneller geht? Ich meine, also Sie spüren den Puls bei Ihren Hauseigentümern. Wenn ja noch immer Geld verteilt wird, dann sagt niemand Nein, wenn er Geld bekommt. Genau, das ist also sicher so. Oder? Aber das Geld gibt es nur gegen neue Heizung. Einfach, ja, aber einfach mal zum Vergleich. Oder? Die Hauseigentümer, das haben wir erhoben vor etwa 2 Jahren. Allein die Hauseigentümer im Hauseigentümerverband, inklusive ihren Mehrfamilienhäusern, das ist so, dass etwa ein Drittel von unseren Mitgliedern auch ein Mehrfamilienhaus hat. Die geben in 5 Jahren geben die 48 Milliarden, oder in den letzten 5 Jahren haben die 48 Milliarden in ihre Häuser reingesteckt. Und für das haben sie vor allem energetische Sanierungen gemacht, sie haben PV-Anlagen gemacht, sie haben Gebäudehüllen isoliert. Es liegt von mir aus gesehen nicht an diesen 2 Milliarden, wo übrigens so interessant ist, dass man immer sagt, die kommen vom Bund. Und dann muss man die Anschlussfrage stellen, woher jetzt der Bund, nämlich von den Steuerzahlern, was wiederum die Hauseigentümer sind. Einfach damit man den Kreislauf auch einmal gesehen hat. Und ich glaube halt,
das Prinzip Hoffnung, das jetzt hier ein bisschen in den Raum gestellt wird, dass der Elon Musk dann etwas bringt, das dann den und den Effekt hat, dann muss ich einfach sagen, ja, und wo sind denn die Wege in der Schweiz, wenn der Rudi Noser Schweizer Produktion will? Und wo ist die Abhängigkeit von der Branche auch von den Auslandlieferungen? Haben wir zu Covid-Zeiten gesehen. Und wir sehen jetzt Engpässe in der Liefersituation und wir sehen Engpässe bei den Fachleuten. Also es klemmt einfach mit diesem Programm. Also, der Strom. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Strom, wenn das so kommt. Die Frage ist schon, von wo kommt der Strom? Also das müssen wir mal definieren, wie viel mehr Strom man braucht. Also das hat man ja, wenn wir alles elektrifizieren, oder? Das ist nicht alles, einfach im Rahmen von dem Gesetz. Wir müssen, das Gesetz läuft bis 2030. Oder? Das Gebäudeprogramm läuft noch 2 Jahre länger oder 3 Jahre länger. Es läuft 10 Jahre, das andere läuft 6 Jahre. Oder? Das Gesetz läuft so lange und das ist eine Lösung für diese Zeit. Es ist keine Lösung für die nächsten 100 Jahre. Wir Menschen, die Lösungen für die nächsten 100 Jahre machen, falsch. Also Sie zweifeln daran, dass man mehr Strom braucht? Nein, ich zweifle überhaupt nicht daran. Es braucht 2% mehr Strom, wenn man die Wärmepumpen installieren kann, die man geplant hat, mit dem Mix, ein Teil davon wird in Elektroheizung ersetzt werden, ein Teil davon sind Öl- und Gasheizung ersetzt werden. Es braucht 2% mehr Winterstrom, als man heute braucht. Gut, und da kommt die Elektromobilität. Genau, die kann ich Ihnen vorrechnen. Haben Sie bei Ihrem Bundesrat Rösti von Ihrer Partei geholt. Die haben Sie geholt. Die haben mit der Kommission sauber bekommen vom und auch kritisch hinterfragt, 2% mehr Strom. 2% mehr Strom im Winter ist kein Problem. Gut, aber dann haben wir noch die Elektromobilität, wo wir auch mehr Strom brauchen. Die Elektromobilität wird 2 Terawattstunden mehr Strom brauchen. Wir kommen jetzt in dieser Session mit dem Mantelerlass, wo wir einerseits 15 Wasserkraftwerke neu beschliessen, wo wir drinnen haben, dass wir die Atomkraftwerke länger werden laufen lassen, wo wir drinnen haben, dass wir Solar mehr werden machen, wo wir drinnen haben, dass wir den Wind machen. Also die Schweiz setzt auf alle Sachen und wo der Zubau eigentlich gesichert ist für wo das. Wo wir aber die Winterstromlücke gleich noch haben, auch wenn das gebaut ist. Bevor dann mal alle Einsprachen beseitigt sind, die Staumauern aufgezogen sind und Stromleitungen stünden und die Netzkapazität hat, um den Strom zu transportieren. Also wenn der Mantelerlass durchgeht und wenn durchgeht, dass wir die Atomkraftwerke länger nutzen, also 60 Jahre nutzen. Wie mehrheitsfähig ist das? Das ist faktisch einstimmig, es wird sogar von Grün und Links unterstützt. Ja, und was sagt denn dort das Volk dazu, wo mal draufstehen wollen? Das auch schon machen Sie das Referendum, wenn man also, wenn man 50-60 benutzt, dann sinkt der Import im Winter von 5% auf 3% runter. Aber das ist die Situation, die wir gemacht haben. Wir haben genug Strom in den nächsten paar Jahren in diesem Mantelerlass gemacht. Wir haben eine kritische Zeit jetzt wegen dem Gas, wegen dem Ukraine-Krieg. Das werden wir vielleicht nächsten Winter noch mal haben. Ich hoffe es nicht, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass sie endlich Frieden machen. Oder? Aber ich hoffe das nicht. Oder? Aber sonst haben wir vielleicht noch mal ein Problem. Aber ich gehe auch davon aus, dass das hoffentlich nicht 10 Jahre dauert. Und wenn das nachher reguliert ist, dann hat Europa das Problem gelöst und die Schweiz hat das Problem für sich auch gelöst. Aber also, die Frage ist doch, wenn Sie auf die Versorgungslage so vertrauen, dass wir genug bis zu viel Strom haben, wieso baut man dann ein Reservekraftwerk in Bier mit einer Leistung von 25% von einem AKW, wo 1,5 Millionen Liter Diesel braucht am Tag und die Hauseigentümer dürfen nicht mit Heizöl heizen? Ich finde das eine Dummheit. Ist der absolute Widerspruch. Fragen Sie das Ihren Bundesrat. Ist das dümmste, um je gemacht. Also Sie haben ja Gelegenheit in der Ruhr-Ekresse, das dann noch zu beraten. Nein, der Bundesrat hat das Parlament leider komplett ausgehauen mit Notrecht. Aber Bierinvestition ist eine dumme Investition. Aber Parlamentarier können auch schon mit weiteren solchen Kraftwerken. Können wir schnell noch darüber reden? Also wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mit einem Mantel, Parlamentarier von Ihrer Partei. Mit einem Mantel, mit einer Mantelvorlage kommen, mit den verschiedenen Bereichen, die Sie vorher aufgezählt haben, dann gehen Sie davon aus, dass das einfach so sang- und klanglos durchgeht. Wenn wir jetzt nur schauen, was es würde heissen, die ganze Problematik mit diesen Windrädchen. Wir wissen alle, es braucht Windrädchen, niemand will sie. Wir brauchen hochalpine Solaranlagen, niemand will sie. Das kommt stimmt doch nicht. Also hochalpine Solaranlagen gibt es etwa 100 Projekte in der Schweiz. Aber kommt nicht schnell genug, oder? Doch. Doch. Wenn wir all die Einsprachen haben, das kommt dann vielleicht schon mal, aber nicht schnell bis jetzt ist aber der Fuss, braucht's. Den braucht ja, ja, eben drum. Bis jetzt ist mir davon ausgegangen, dass 27 Bits vom Netz geht. Und das wird nicht vom Netz gehen, das wird am Netz bleiben. Und damit hat man schon recht viel Strom gesichert ab 27. Und wenn es jetzt gelingt, die Zuwachsrate beim Solar beizubehalten, die man jetzt hat,
wenn es einem gelingt, die Wasserkraft, oder Herr Röst in guter Art und Weise unterstützt, die 15 Kraftwerke. Aber schon wieder alle Kraftwerksbetreiber Subventionen und Unterstützungsgelder fordern? Es ist so, nein, das hat in der Kommission ist das anders gemacht. In der Kommission hat die Möglichkeit, entweder das selber zu machen und selber zu verkaufen, oder sie haben die Möglichkeit, in ein Marktmodell hineingehen, das heisst, wenn der Marktpreis unter Gestehungskosten ist, kommen sie Subventionen, aber wenn über den Gestehungskosten, müssen sie zurückgeben. Also, sie haben wählen zwischen den beiden Modellen und ich bin dann sehr, sehr gespannt, was die Produzenten wählen werden, weil sie können nicht aussteigen aus dem Marktmodell bei guten Preisen. Darum glaube ich, wenn der Konsument, der schon den teuren Strom was kaufen, die Subventionen noch zahlt. Können wir noch vielleicht schauen, wir haben jetzt darüber geredet, von wo der Strom kommt, im besten Fall, wie wir das wollen abdecken. Jetzt haben wir noch das ganze Netz, das das alles aufnehmen sollte. Jetzt haben wir auch von dort, zum Teil von den Netzbetrieben, kommt ja auch in dem Sinne Kritik, dass man sagt, ja, also unsere Netze sind einfach gar nicht alle parat, um all den Wind, all die Solarkräfte aufzunehmen und dann wieder so zu verteilen. Und vor allem sind wir nicht so schnell parat und so schnell sind sie nicht ausgebaut. Also, da muss man auch unterscheiden. Die Netze in der Agglomeration, also dort, wo anfangs schon viele Leute wohnen, die sind parat. Dort hat man kein Problem. Also, wenn einer in Zumiken oder in Ostern ein Solardach machen will, hat er kein Problem. Aber es ist klar, wenn Sie das im Entlebuch machen wollen, wo das Netz relativ dünn ist, haben Sie das ein oder andere Problem. Das ist logisch. Aber das gleiche Gesetz wie Zumiken auch, oder? Ja, die Schweiz besteht ja nicht nur aus dem Zürichsee. Genau, dort hat man das ein oder andere Problem. Und dort hat man auch im Mantelerlass die ein oder andere Lösung drin, wenn man das möchte lösen, dass das funktioniert. Ich weiss nicht, das sprengt vielleicht den Rahmen von dieser Sendung, wenn man das alles erklärt, was man im Netz macht. Aber dort hat es die eine oder andere Lösung drin, die für das Land ewig funktionieren sollte. Und in der Agglomeration und in der Stadt haben sie das Problem nicht. Also die Stadt Zürich hat einen Haufen Solaranlagen in Betrieb, die hat überhaupt keine Netz. Aber es ist doch Tatsache, dass heute noch, wenn ich je nachdem eine PV-Anlage aufmachen will, ich habe einen Bekannten, der das gerne gemacht hat mit einem Landwirtschaftsbetrieb, eine schöne Fläche, die er eine gute Einspeisung können machen konnte. Die Leitung ist nicht da, man kann nicht einspeisen. Das ist gelöst. Und das ist doch das Problem, dass man von den Leuten Sachen verlangt. Das Netz ist ja wegen dem, weil ihr sagt, das ist gelöst. Wegen dem ist das Netz ja dann nicht. Das besteht aus zwei Sachen. Das eine ist aus dem Anschluss. Und der Anschluss wird jetzt zur Investitionskosten der Anlage gezählt. Das heisst, der wird mit der Anlage mit unterstützt, mit 60% Subventionen maximal. Und da gibt es die sogenannte Netzverstärkung, die es braucht, unter Umständen, es ist nicht sicher, was die braucht, aber was es unter Umständen braucht. Und die Netzverstärkung, die wird nicht mehr innerhalb von dem Netz finanziert, sondern wird innerhalb von der Swissgrid-Gruppe investiert, also schweizweit finanziert. Und damit tut man die kleinen EEWs unterstützen zulasten der grossen EEWs. Also gut, Finanzierung würde stehen, aber die Umsetzung? Also, da muss ja gebaut werden. Ja. Das ist alles auch angedenkt, wissen Sie, dass das funktioniert bis 20, 40, 50. Ja, aber Entschuldigung, das Gesetz dauert 10 Jahre, bringt 2% mehr Stromkosten. Das Gesetz wird im Netz kein Problem machen. Das Gesetz wird bei der Produktion kein Problem machen. Weil die Stromproduktion und Konsumation schwankt viel mehr als die 2%. Also, oder, dass man das Gesetz Stromfressengesetz nennt, oder? Also, das zeigt nur, dass man überhaupt nie hingeschaut hat, wie das eigentlich aber definiert ist. Der Strombedarf geht auf. Da sind wir uns einig. Und die 2%, das ist Wunschdenken. Wenn wir am Schluss alles zusammenzählen und auf der anderen Seite, ob jetzt Betznau weiter erhalten bleibt oder nicht so, dann wir haben eine Winterversorgungslücke, wir haben eine Auslandabhängigkeit, wir importieren Strom aus deutschen Kraftwerken, die Braunkohle verheizen. Wie soll ich das meinen Mitgliedern erklären, dass sie ihren Mitgliedern erklären, dass wir die Atomenergie bis 60 Jahren nutzen müssen, dass das gar nicht anders geht? Notabene ist auch schon investiert, das ist vermutlich der billigste Strom, oder? Weil es ist schon da, oder? Das muss man einfach der Bevölkerung klar sagen, wir können nicht mit 50er abschalten. Das wird nicht gehen, das muss auch jeder grüne Stimmbürger wissen, das wird nicht gehen. Wer das macht, macht Harakiri, bin ich voll bei Ihnen. Wenn Sie aber das bis 60 Jahre betreiben, dann haben Sie den Vorschlag von den Verleutern 10 Jahre mehr, etwa 13 Terawattstunden mehr. 2% sind etwa 1 Terawattstunde. Die 10 Jahre geben uns Luft, sagen genau, Sie. Genau, um all die Probleme besser zu lösen. Aber und ich wäre der Ansicht, das ist meine persönliche Meinung, ich habe den Antrag dazu gestellt, ich wäre der Ansicht, dass man die Erneuerung von der Atomkraft so weit zulässt innerhalb von der Konzession, dass man sie sogar noch länger als 60 Jahre sicher wird. Betreiben, bis vielleicht 2050 gebraucht wird. Mhm. Also, ich bin Elektroingenieur, wir müssen nicht erklären, wo man Strom machen muss und hinbringen muss. Mir ist das klar. Wir haben im
Ständerat eine saubere Vorlage, die kommt jetzt in die Sommersession, kann jeder anschauen. Das wird funktionieren, wir werden genug Strom haben. Das ist nicht das Problem. Gut, ich will noch schnell einen Gump machen, vielleicht Markus Meier. Und zwar einfach, man redet ja dann, also es geht ja nicht nur um Gebäude, das ist zwar ein grosser Sektor, sondern es geht ja auch um Mobilität, nicht zuletzt um den Individualverkehr. Also in dieser Vorlage. Es geht ja darum, einfach um Strom einzusparen. Und was betrifft uns das? Oder auch nicht, je nachdem. Und es geht ja auch schon darum, dass da dann einmal kommt. Und das wird ja kommen mit 2040, 2050, dass wir werden müssen von fossilen Treibstoffen wegkommen und auf Elektro umsteigen. Oder? Also, und das alles auch auf freiwilliger Basis und ohne Verbot und Verzicht. Ja, das sicher. Also man muss einfach die Konstellation sehen. Oder? Das Klimaschutzgesetz, das hat ja, weil eben nicht so viel drin steht, wie der Rudi Noser gesagt hat, es hat eine Art von einem Rahmengesetz. Und hinten dran haben wir Energiegesetz, wir haben CO2-Gesetz, wir haben den Mantelerlass, der verzahnt ist miteinander, damit die Wirkungen können stattfinden können. Und ich finde es einfach nicht nur instabil, sondern schon fast mehr als mutig, den Leuten etwas zu verkaufen und zu sagen, es hat keine Folgen für euch, weil wir regeln alles dann in Gesetzen, die noch kommen und Strom Versorgung ist kein Problem und dort zahlen wir ein bisschen und dort gibt es Subventionen und das machen wir. Und am Schluss, wenn ich das einfach nüchtern betrachte, muss ich sagen, wir machen etwas, wir wollen von den Leuten ein Ja zu einem Gesetz, das auf dem Prinzip Hoffnung beruht und wo man Geld verteilt, wo genau die Leute schon mal gezahlt haben und sie jetzt will beruhigen damit, dass sie einen Teil davon zurückbekommen. Also auf der ersten Etappe ist nicht Prinzip Hoffnung. Also das, was mit dem Gesetz, was der Bürger Ja sagt, also es funktioniert und es hat keine Präjudizierung drin für weitere Sachen. Und der Bürger kann zu jedem weiteren Schritt abstimmen. Aber ist es nicht so? Aber was heisst, zu jedem weiteren Schritt? Zu jedem weiteren Schritt, wo wir Ziel erreichen. Ziel definieren wir jetzt. Aber wie wir da herkommen, Massnahmen haben wir nicht alle. Das genau, ist so. Aber wenn jetzt die Massnahmen dann halt so nicht reichen, wie es die Bevölkerung gerne hat, dann gibt es Verbot. Oder was steht so? Das Ziel, oder? Es gibt, die Bevölkerung muss zu jedem nächsten Schritt Ja sagen. Also wenn man ein Verbot würde wollen, dann muss die Bevölkerung dazu Ja sagen. Sie in dem Gesetz sind jetzt nichts, was man verbieten kann. Oder dann muss man sagen, das ist eine Lügenkampagne, die da kommt. Das Gesetz tut nichts präjudizieren. Das CO2-Gesetz ist auf dem Tisch vom Bundesrat. Das wird nicht einmal angegriffen von der SVP momentan, weil da sind sie nämlich anscheinend auch dafür. Das CO2-Gesetz liegt auf dem Tisch. Wir sind erst dran. Mit subventionierten Elektrostadestationen. Wir kommen im Herbst mit dem. Da bin ich nicht sicher, was wir dem zusagen. Moment, Sie sind noch drin. Ja, ich weiß schon, ich bin nicht sicher, was wir dem zusagen. Das Gesetz ist auf dem Tisch, das kennt der Bürger, der Bundesrat hat es auf den Tisch gelegt, wir werden Erstrat sein. Wir haben in der Kommission schon mal abgesprochen, dass wir am Bundesrat werden orientieren, nicht allzu viel weiter oder weniger weit gehen, so eine Linie Bundesrat halten. Das ist unser Konzept, das wir jetzt haben. Also der Bürger kauft in keiner Art und Weise Mogelpacke und er kann über das CO2-Gesetz auch wieder abstimmen, wenn jemand das Referendum ergreift. Also das ist ja auch etwas, was jetzt vielleicht eben ein bisschen vermischt wird. Wir haben seit 2008 kennen wir die CO2-Abgabe auf dem Heizöl und das hat ja auch schon mal ein bisschen etwas gebracht. Die haben können, die haben es schon bereits ersetzt. Jetzt wird ja kritisiert, dass CO2 ein Kampfpreisschild hat, dass man auch könnte anfangen, dass man den effektiven Verbrauch respektive den Verursacher würde mehr in die Pflicht nehmen. Sie sagen, das kommt mit einem CO2-Gesetz, das hat mit dem, was wir jetzt darüber abstimmen, gar nichts zu tun. Also ich bin ein urliberaler Mensch, aber ich bin auch der Ansicht, dass all die liberalen Menschen, die sagen, die Lenkungsabgaben werden funktionieren, keine Ahnung haben von der Demokratie. Weil der Mechanismus ist relativ einfach, oder? Eine Lenkungsabgabe muss ja lenken, respektive muss wehtun. Wenn sie wehtut, wird sie abgelehnt. Oder? So einfach ist das, haben wir gesehen im CO2-Gesetz. Also wird eine Lenkungsabgabe, die zwar ökonomisch theoretisch das Richtige ist, in einer Demokratie nicht funktionieren. Sie hat höchstens Mitnahme erfüllt, genau, oder? Genau, nicht funktionieren. Da müssen wir keine Sekunde darüber reden. Da bin ich jetzt lange im Geschäft. Im 93 hat das der Friesen mal vorgeschlagen. Und dort bin ich auch überzeugt, dass etwas Gutes ist. Aber unterdessen hat die Praxis gezeigt bei der Bevölkerung, dass das nicht funktioniert mit Lenkungsabgaben. Was funktioniert, ist mit Innovation. Das sehen wir jetzt bei der Elektromobilität. Und was mich sauer macht an dem ist, dass die Innovation aus Amerika kommt. Und man in Deutschland mit einem Dieselskandal die ganze Innovation abgeklemmt hat und die jetzt alle viel zu spät sind. Und das muss aufhören. Und genau das muss jetzt auch beim Heizen aufhören. Europa ist heute in der Front. Die Schweiz ist absoluter Spitzenreiter, was Wärmepumpentechnologie betrifft. Und wir müssen endlich jetzt den Mut haben, auch mit dem einen Weltmarkt zu erobern.
und nicht wieder den Amerikanern und den Private Capitalisten und das denen überlohnt, das machen. Aber da erwarte ich die anderen sagen, ja, nicht den Hauseigentümern. Genau, da erwarte die kaufen die Anlagen schon, wenn sie sie gibt, auch die Schweizer Anlagen. Nein, das stimmt. Wir das haben nein, das stimmt wenn nicht. Sie sie gibt, die sich. Ich wohne in einem Haus, wo man die Kalkulationen hat, sogar mit Fernwärmeanschluss und alles, wo man die Kalkulationen hat. Das Billigste ist nach wie vor eine Gasheizung. Mit Abstand das Billigste ist eine Gasheizung. Und jetzt hast du trotzdem letztes Jahr 14.000 Euro. Alles andere hat viel höhere Investitionen. Oder? Nur über 25 Jahre wird die Wärmepumpe effektiv billiger. Und wenn Sie in einer Partie aus jemanden haben, der 75 ist, der vielleicht nicht mehr 25 Jahre weit denkt, oder? Müssen Sie Einstimmigkeit haben. Und mit voilà. aber jetzt geben wir 20 bis 30.000 Franken in einem so einem 9-Partien-Haus hin und sagen, los, mit dem ist vielleicht dein Beitrag abgedeckt. Jetzt und kann man es machen. Aber wird es dann wettbewerbsfähig zu der Gasheizung? Ja. Lange das, dass es wettbewerbsfähig ist zu der Gasheizung? Die Wärmepumpe ist heute schon wettbewerbsfähig, wenn sie es über die ganze Amortisationszeit anlegt. Es ist nur in der Investition nicht. Mhm. Und zwar signifikant nicht. Also ich kenne ein Beispiel, da kostet Gasheizung 20'000 in der Investition und die Wärmepumpe kostet 100'000 in der Investition. Oder? Also Faktor 5. Und das kann sich nicht leisten, oder? Jeder, der über 25 Jahre denkt, kann sich das locker leisten. Aber es denkt nicht jedem Haus über 25 Jahre. Oder? Und mit dem Beitrag, der freiwillig ist, den jetzt wir als Eigentümergesellschaft abholen und sagen, wir haben einen Beitrag, der die 100'000 zum Beispiel auf 70'000 reduziert und damit auch der Anteil vom einen oder anderen nicht anders gerechnet werden kann, als er bis jetzt gerechnet worden ist. Oder? Mit dieser Regelung kann man auch endlich in den Mehrpartienhäusern mit Wärmepumpen anfangen. Weil wenn Sie schauen in der ganzen Statistik, dann hat der Hauseigentümer, der ein Einfamilienhäuschen hat, der hat die Hausaufgabe gemacht, da bin ich auch bei Ihnen. Ja, oder? Da können wir uns die Hand geben. Aber was nicht gemacht worden ist, ist in den Mehrpartienhäusern. Und diese Vorlage dient die erste Linie dafür, dass auch bei den Mehrpartienhäusern das deblockiert wird. Also vielleicht noch gleich kurz, dass wir da auch noch ein Bild davon haben. Also jetzt in den letzten paar Jahren, was ist so die Zahlen, die Sie haben, wo Heizungen halt eben auch noch ersetzt worden sind mit Gasheizung oder vielleicht sogar auch mit einer Ölheizung? Das also, gibt es offenbar noch, weil es halt einfach preislich nach wie vor sehr attraktiv ist. Aber in einer ganz schmalen Band. Also wir haben heute neue Installationen, haben wir weit über 90% haben wir Wärmepumpen, die reinkommen. Da kommen keine fossilen Anlagen mehr rein. Und man muss natürlich das schon sehen, oder? Auch gerade Mehrparteienhäuser, die jetzt der Rudi Noser angesprochen hat. Wenn dann so eine Sanierung kommt, dann ist es in einem Stockwerkeigentum, das du finden musst, weil ich ja sagen muss, wo dann gemeinsam musst Finanzierung machen und so weiter. Und dann gehen wir in ganzen Liegenschaftsmärkte rein, wo Mietwohnungen drin sind. Und dort haben wir dann nachdem ein anderes Thema, wenn man die Häuser so richtig anlängen muss, auch von der Bausubstanz her, und die Bausubstanz muss ja auch vor dem angebracht werden, weil sonst heizt sich ja für nichts ökologisch und die Wärme verpufft nach wie vor. Dort haben wir dann wieder das Problem, dass Mieterorganisationen auf der Matte stehen, wenn es Leerkündigungen gibt, damit man die Sanierungen in Angriff nehmen kann. Also man hat irgendwie das Gefühl, man könnte das Fell vom Bär waschen, ohne dass es nass wird. Herr Mayer, es klingt jetzt nur nach Problem, nach Problem, nach Problem. Aber was ist denn die Lösung? Wenn Sie sagen, wir unterstützen auch 2050 Klimaziele und das ist jetzt nur, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Also wie geht es denn? Also die Lösung ist, dass wir die Liefersicherheit gewährleisten, dass wir schauen, dass Fachkräfte da sind, die das montieren, weil gekauft wird das Zeug. Und dass wir auch Rahmenbedingungen schaffen, die das möglichst einfach machen mit Meldeverfahren, dass wir die ganze Förderabwicklung beschleunigen. Wir haben momentan Wartelisten bei diesen Fördergesuchen vom Gebäudeprogramm. Ja, ziemlich lang oder zu lang. Das Gesetz, damit die Wartelisten kaputt werden. Und dann müssen wir den Leuten schneller? Ah ja, logisch. Das ist ja eine Frage von den Mitteln. Also das Gesetz ändert ja nicht an der Wartelisten. Mal, das ist eine Frage von den Mitteln, die wir haben pro Jahr, oder? Wir stocken die Mittel jetzt um 200 Millionen aufstocken. Wenn das Gesetz angenommen wird, werden die Mittel um 200 Millionen aufgestockt. Damit die 2 Milliarden verteilt werden können. Also, damit die Wartelisten abgebaut werden können. Um 200 Millionen werden sie jährlich aufgestockt. Und dann geht es schneller? Ja, es geht sicher schneller. Das ist eine Beschleunigung der Situation. Okay. Das ist ein 10-Jahres-Plan. Das heisst, die Wirtschaft kann sich auf den 10-Jahres-Plan einrichten. Dann müssen wir den Leuten noch Bedenken nehmen, dass es eben mit der Stromversorgung nicht klappt und dass man sie nicht auffordert, aber über den Winter weniger Zeit zu haben und möglichst elektrische Zahnbürstelle zu brauchen. Da haben wir jetzt einen Bundesrat von Ihrer Partei mit dem Herrn Rösti, der mich den richtigen Job macht, zusammen mit dem Ständerat. Jetzt sollten Sie noch schauen, dass Ihre Nationalen von Ihrer Partei den richtigen Job mitmachen. Aber der Ist-Zustand ist ein anderer. Aber Herr Noser, jetzt gleich noch die Leute, die halt vielleicht gleich das Gefühl haben, ja gut, jetzt sagen wir da gleich ja, aber kaufen ein Stückchen Katze im Sack, weil wir dann gleich nicht wissen, wie dann die einzelnen Gesetze hinten raus aussehen.
aussehen müssen, damit die Ziele erreicht werden können und eben Angst haben, man fliegt dann nie mehr in die Ferien, das Auto ist dann nicht mehr möglich. Das können wir ja, das wissen wir jetzt schlicht nicht, was es überhaupt braucht an Gesetzen, damit wir das dann können erreichen. Das ist so, das Leben hat in der Zukunft, also das, nein, CO2, das Leben ist in der Zukunft immer unbekannt. Wenn einer heute behauptet, dort, man kauft praktisch nur Elektrofahrzeuge im Neumarkt, hat man vor 12 Jahren gesagt, dann müssen Sie doch den Weg dort kennen und wo dort anführt und Sie müssen Etappenziele haben, die realistisch sind. Das heisst immer, man muss den Pflock weit vorne einschlagen, das ist ein alter Spruch, aber man muss auch die Massnahmen also Sicherheit das haben, die das ermöglichen. Angst, oder? Das also macht Flüge, so, wir tun jetzt im Bündnerland wegen Permafrost ein Dorf evakuieren. Ich kann Ihnen sagen, ich bin im Glarnerland aufgewachsen. Wenn die Felsen dort bewegen, dann wird man im Glarnerland nicht mehr wohnen können. Wir werden ganz grosse Probleme haben, wenn das wirklich da ist, dass in der Schweiz die Temperatur doppelt so schnell erwärmt wie im Rest der Welt. Und mit der Wärmepumpe passiert das nicht mehr, oder? Es ist nicht das, was nicht passiert. Aber wenn wir jetzt im Juni Nein sagen und der Welt sagen, das reichste Land der Welt, das reichste Land der Welt hat sich aus dem Klimaziel Pariser Abkommen verabschiedet. Wenn das die Message ist von der Schweiz, dann können Sie davon ausgehen, dass wir der Welt keinen Gefallen gemacht haben. Dann wird es garantiert schwierig. Ich sage nicht, die Pläne sind alle klar. Ich habe keine Ahnung, wie man Chinesen und Tinder dazu kriegt, das alles hinzukriegen. Ja. Aber eins sage ich deutsch und deutlich. Mit dem Nein haben Sie auch keinen Plan. Ja, mit dem Nein haben Sie im Gegenteil das Problem noch grösser. Mit dem Ja kann man sagen, okay, man kann sogar mit der Bevölkerung das erreichen und kann auch im einen oder anderen Land in dieser Welt Mut machen. Wenn Sie einfach Nein sagen, Dann können Sie auf den Planeten der Affen gehen und können sich den Affen unterordnen. Das ist nicht meine Welt. Ich will die Welt gestalten. Sie haben ja das erste Mal gesagt, was Sie gerne hätten und was es braucht. Aber konkret einen Ersatz, also wenn wir jetzt so etwas ablehnen, wie wir dann das 2050 erreichen können, das haben Sie ja jetzt auch nicht so auf dem Papier. Wir sind auf dem Weg dorthin. Das zeigt den Wert, den wir in den letzten 10-12 Jahren von der CO2 haben. Natürlich muss das peu à peu passieren, aber heute haben wir über 90% der Anlagen, die neu, die nicht fossil sind. Wir haben die Erneuerungsquote, die höher wäre, wenn die Wartezeiten nicht da sind. Aber schauen Sie, da kann die Schweiz ein Gesetz machen, da kann die Schweiz Subventionen zahlen. Wenn das Material nicht da ist, noch ist es nicht da. Da hilft kein Paragraph und da hilft kein Subventionsfranken. Und ich meine, das schöne Bild, das jetzt der Herr Noser gezeichnet hat, dass man irgendwie aus Mittelostafrika und Südwestasien auf die Schweiz schaut, was wir machen und dann sofort sagt, aha, die Schweiz hat das gemacht, wir machen das auch und wenn wir es nicht machen, machen wir es auch nicht. Das ist ein primitiv, das ist ein bisschen, was ich jetzt argumentiere. Ich habe nicht gesagt, wenn wir die Vorbildfunktion nicht mehr wahrnehmen, dann wird der Rest der Welt sicher sich nicht bewegen. Aber nur das, was ich sage. Das heisst, dass sie eigentlich auf uns schauen. Und wenn wir Nein sagen dann im Wochenende, dann steht das in den ausländischen Zeitungen relativ gross. Finden wir uns dort, dass wenn wir sagen, okay, wenn Sie jetzt gerade das Bild bringen vom Permafrost und Dörfer, die wir evakuieren müssen, das sind enorm hohe Ziele oder Aufgaben, die wir lösen müssen. Und bis jetzt, noch nie haben wir hohe und grosse Ziele oder hohe und grosse Leistungen erbracht, ohne extreme Konsequenzen und unter anderem auch Verzicht. Und bis jetzt tönt es doch so, dass das alles einfach so reibungslos machbar ist. Also so Ozonloch haben wir weltweit bekämpft, ohne dass irgendwo der Wohlstand zurückgegangen ist. Das haben wir hingebracht. Es ist einfach so, wie später also reagierst, desto grösser. Aber dann wird schärfere Massnahmen nötig. Man kriegt die Sachen hin, wenn man das will. Wenn man die Elektromobilität in Deutschland nicht bewusst behindert hat und Dieselskandal zugelassen hat, wo Frau Merkel gewusst hat, dass es gibt und das nicht bewusst gemacht hat, um die Konzernanführungszeichen zu schützen, dann wären wir heute schon 5 oder 10 Jahre weiter. Wir müssen mal schauen, was für Blödsinn wir in Europa dann noch zwischendrin machen. Oder? Es gäbe heute vermutlich keine Tesla, es würde heute vermutlich Mercedes, BMW und VW und Audi und so Zeug heissen, wenn Frau Merkel und die Autoindustrie in Deutschland nicht Entschuldigung für das Wort Blödsinn gemacht hätten. Aber vielleicht noch Markus May, wenn wir jetzt schauen, also ihr habt gesagt, wir sind schon dran, man sagt, es geht zu wenig schnell, jetzt wird das Ganze unterstützt. Also das heisst, sehen Sie dann nicht die Chance, dass die Sanierungsquote nochmal erhöht wird, jetzt durch so ein Programm? Rein frankenmässig wird ja das Programm sicher aufgestockt, weil die 2 Milliarden müssen noch immer an, das ist klar. Das Fragezeichen oder die Blackbox ist das, wo geht es genau an und in welchem Ausmaß?
ein Teil der Blackbox ist, habe ich nachher das Medium oder die Energie, die ich brauche, um die neue Anlage zu betreiben, habe ich die jederzeit im richtigen Maß zur Verfügung. Wenn wir bis zu der Produktion gehen, bei den PV-Anlagen stimmen die Rahmenbedingungen, haben wir das Leitungsnetz, wo wir das betreiben können. Das sind die Sachen, die wir müssen anschauen müssen. Werden wir Häuser saniert oder nicht, wenn wir solche finanzielle Anreizsysteme haben oder nicht? Marginal. Also wir sind am Schluss der Sendung, wenn die Schweizer Bevölkerung am 18. Juni Nein sagt zu dem Klimageschütz. Wenn sie Nein sagen würde, erreichen wir dann Klimaziel? Also wenn sie Nein sagt, dann sicher nicht. Wenn sie Ja sagt, dann haben wir einen grossen Beitrag dazu geleistet, zum Klimaziel, das die Schweiz gesetzt hat, bis 2030 zu erreichen. Wenn wir Ja sagen, garantiert die Annahme, dass wir die Klimaziele erreichen? Das ja garantiert von mir aus gesehen gar nichts. Das garantiert nur eins, dass in den anderen Gesetzen, nicht im Klimaschutzgesetz, sondern in denen, die in den Themenbereich hineingehören, dass wir dort neue Vorschriften, neue Bestimmungen bis hin zum Verbot werden haben und dass es am Schluss Leute bereicht mit einem Handlungszwang in Situationen, wo sie Finanzierungsprobleme haben, das mit den Senioren, die Rudi Noser als Lüge bezeichnet hat. Ich muss das können finanzieren. Sie haben gesagt, Anfangsinvestitionen sind hoch und dann glättet sich hinten raus mit der Amortisation. Das habe ich nicht. Mit 75 interessiert mich das nicht. Muss es nicht machen. Im Gesetz ist kein Zwang, der muss es nicht machen. Der Senior, der 75 ist, in dem Haus wohnt, kann 10 Jahre lang nichts machen. Das steht im Gesetz. 10 Jahre lang. Also. Was dann nach 10 Jahren kommt, weiss ich nicht. Aber 10 Jahre lang muss er nichts machen. Am 18. Juni wissen wir, was die Schweizer Stimmberechtigten, auch die Seniorinnen und Senioren, sagen so dazu. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Markus Meier, Rudi Noser. Das Abstimmungskonkret zum Klimaschutz, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, diskutiert haben der FDP-Ständerat vom Kanton Zürich, der Rudi Noser, und der Direktor vom Schweizer Hauseigentümerverband, der Markus Meier. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt sind gerade TeleZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret ist Ihnen präsentiert worden von der Flughafenregion Zürich, einem Wirtschaftsnetzwerk mit Leidenschaft in der dynamischsten Region der Schweiz.